Hallo, ich bin Martina und in diesem Video lernst du, wie man richtig zitiert. Das heißt, wie man einzelne Wörter, Sätze oder Textpassagen aus fremden Texten in seinen eigenen Text übernimmt. Ich wünsche dir mit dem Video viel Spaß. Zunächst sollten wir aber erstmal klären, was ein Zitat überhaupt ist. Ein Zitat ist ein Text bzw. Textteil, der wortwörtlich oder sinngemäß von einem anderen Autor übernommen wurde und durch eine Quellenangabe belegt wird. Es gibt allerdings auch stark im Sprachgebrauch verankerte Zitate, zum Beispiel Bibelzitate. Die sind in den Sprachgebrauch übergegangen und werden kaum noch als Zitate empfunden. Daher muss man sie auch nicht kennzeichnen. In diesem Video geht es allerdings um Zitate, die auf einen Text oder einen Autor verweisen und deshalb als Zitat gekennzeichnet werden müssen. Die Verwendung von Zitaten ist durch das Urheberrecht geregelt. Zitieren ist nämlich unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt und sogar erwünscht, ohne dass man die Erlaubnis des Urhebers benötigt oder etwas für die Verwendung des Textes bezahlen muss. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com